Na? Blazes? Was seid denn ihr? Huch, ich fahr schon wieder runter. Da ist es doch. Ich will doch. Ich will doch Blaze Rods. Damit kriege ich gerade mal. Jetzt habe ich 4. Wie viel kriege ich da? 2 habe ich 8. 13 und 8 sind 21. Mir fehlen noch 2 Blaze Rods. Dann habe ich zumindest die Waffe voll. Na. Vielleicht gehen wir mal kurz weg. Und kommen wieder hin. Nein. Schade. Kannst du mal probieren. Da ist er ja. Da einer fehlt noch. Der Gast ist recht. Ich sehe zwar auf dem Minimap 2 weitere, aber da bin ich jetzt, bis ich da hin bin. So, das war's. Fehlinge möchte ich jetzt aber auch nicht verweilen. Zu dem könnte ich noch gehen. Und hat mir nichts gebracht, okay. So, dann nehme ich jetzt noch den Gast. Na, wenn ich ihn treffen würde. Hä? Ich treffe den Gast nicht. Na, ich komm nicht ran. Jetzt da. Gast trainieren, her damit. So, und Sprengpulver. Pulver. So, wow, Gott. Fast in die Flammen gefallen. Gut, hier habe ich mich doch irgendwo durchgebohrt, dann komme ich hier nämlich schnell wieder zurück. Eigentlich könnte ich hier auch die Bahnstrecke mal langführen. So, dann gehen wir zurück. Dann haben wir nämlich das, was wir brauchen. So. Waffen aufpimpen. Pimp my weapon. Mining fertige, ist schon recht. Schwert. Zack, zack. Dann ist es jetzt komplett. Fiery. Genau, dann habe ich noch ein bisschen Quarz über. Einmal. Zweimal. Dreimal haben wir schon mal 18 Sharpness. Brupp. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, plus 22 Damage. So, und jetzt habe ich noch keine extra Modifier drauf getan. Das kommt jetzt auch noch. Dein 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Gold. Ich glaube auch mehr Gold. Und ein Apfel. So. Dann brauche ich einmal einen Goldblock. Und einmal einen Dia-Block. Wie machen wir den Goldapfel? So. Nein, das ist der falsche. Oder? Goldapfel gibt es nämlich 2. Apple. Gab es da nicht 2 Gold Apple? Was war das der? Ich meine, es gab noch einen anderen. Sind's gleich.
ob es klappt. So, schauen wir mal. Modifier. Schwer. Das klappt auf jeden Fall. Huch. Diamond mit Gold Block. Gibt mir auf jeden Fall einen Modifier zurück. Und Diamond Block mit Gold Apple. Das ist der falsche Goldapfel. Sag ich's doch. Weil den ich meine, der hat nämlich eine lilane Schrift. So, und wie kriegt man den jetzt? Mit lilaner Schrift? Ich muss noch kurz was testen. So, brauchen wir nochmal einen Apfel. Ich weiß nicht, ob es so geht. Ah, da, den meinte ich. Goldapfel mit lilaner Schrift. So, das ist nämlich der zweite Modifier. Jetzt habe ich wahnsinnig viel Gold verbraten. Aber es hat jetzt auch mal einen Sinn. So. Jetzt habe ich nämlich zwei extra Modifier drauf. Dann kann ich noch ein bisschen Sharpness draufhauen, wenn ich lustig bin. Zum Beispiel. Ach, sieht man es gerade gar nicht. Bin Kastrin irgendwas? Ne. Kann ich zum Beispiel weiter Sharpness draufhauen. Und macht da bloß 22 Damage. Schauen wir mal. Muss ja nicht jetzt sein. Aber wir hätten es schon mal. Also habe ich sowieso nicht genügend Quarz dafür. So, den Kopf. Mach ich mal dahin, bis er in Gebrauch. Bis er verwendet wird. Bis er Gebrauch findet. Ne, hätte schon gepasst. Unbedingt ist ja bloß ein reiner Eisenhammer. Ach komm, das mache ich, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. So, dann schauen wir mal weiter. Wie schaut es eigentlich mit den ganzen Tiny-Gedöns aus? Achso, Moment. Bei Item-ID, wenn man das ganze Ding raus. Ach du Scheiße. Mhm. So, nochmal Tiny. So, mal schauen, wie viel geht. Noch nicht genug. Hä? Ach so. Ach so, das eine war Eisen, das andere war Zinn. Deswegen gab es da gerade Schwierigkeiten. So, zip, zip, zip. Iron, so jetzt nochmal Tiny. Das Ganze mit Zinndust, Silberdust, Kupferdust. So. Fangen wir mal an. Ach du Scheiße, ey. Gibt hier einiges von. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Zack. So, jetzt kann ich wieder alles ins System schmeißen. So, wenigstens ein bisschen weniger drin. Schaut ja fast ein bisschen leerer aus. So, euch könnte ich eigentlich mal nehmen. Euch Flints und da drüben reinschmeißen. Dias, 15 Stück an der Zahl. Sehr schön. 15 neue Dias. Wäre nicht so, als ob ich Diamangel hätte. Hust. Gut. Dann will ich jetzt mal noch ganz kurz, bevor ich aufhöre, noch in meine Dingwelt schauen. Einfach nur so zum Überprüfen. Meine Query-Welt. Wie es da gerade so ausschaut. Wir mal wieder ein Auge drauf werfen. Ich denke nicht, dass da was Großartiges was passiert ist, was Schlimmes, aber einfach mal wieder einen Blick drauf haben. Wird auf jeden Fall was gemacht. Das ist schön. Boing. Hier ist auch noch alles okay, gut. Außerdem mache ich es dann vermutlich so, dass ich das Öl wahrscheinlich in meine Welt pumpen lasse mit Ender Tanks.
Und dass ich es in meiner Welt verarbeiten lasse, mit dem Tesseract dann jeweils zum entsprechenden Query schicke. Ich denke, so wird das dann in Zukunft ablaufen, damit ich nicht jedes Mal dieses ganze Ding hier aufbauen muss. So, ich schaue jetzt nur noch ganz kurz, wie tief wir sind. Ich denke, das ist auch geschickter. Dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Huch. Toll, jetzt werde ich hier rausgespült. Ich wollte diesen Ausgang nicht nehmen. Jetzt lass mich runter. Ja, wir sinken und sinken und sinken. Da ist Sinn. Und wir sind auf 63 angekommen. Jetzt sind wir eigentlich so auf Meeresspiegelhöhe. Also normale Meeresspiegelhöhe. Alter Schwede, jetzt kommt doch langsam wieder Sand ins System, wie es ausschaut demnächst. So, huch. Was bin ich denn hier? Flog was am Meer? Ach du Scheiße. Creeper. Okay. Der Berg läuft aus. Langsam breche ich hier durch. Hier läuft er auch schon aus, der Berg. Ich glaube, das war vorher noch nicht. Hi, Spinny. Hey, Spinny. So, wollen wir ein bisschen battlen? War doch gerade ein Zombie? Kommt doch zu mir. Wo ist er hin? Ich sehe nicht mehr. Na klar. Dann halt nicht. Dann battle ich halt nicht mit euch. Und es geht wieder runter. Ist hier noch ein Gegner? Ich möchte einmal noch die Waffe austesten. Potato. Cool. Und die Zombies mit einem Schlag getötet. Geile Sache. Na, na, so. Und jetzt aber zurück. Hatte ich hier eigentlich noch Seiten oder sowas drin? Nee, hier sind nur Bücher drin. Obwohl, ich könnte eigentlich ganz kurz noch ein Level farmen, oder? Dann könnte ich nämlich ein neues Buch machen. Warte. So, schauen wir mal. Ein dunkles Gebiet. Hier sind doch bestimmt irgendwo Monster. Hier ist ein Skelett. Hier war ein Skelett. Hier war ein Zombie. Da sind Fledermäuse. Das Eis? Okay. Die Fledermäuse sind mir jetzt zu flink. Die kriege ich jetzt nicht mehr. Da ist noch ein Skelett. Creeper. Oh, da kann ich schön abfarmen. Die muss man halt wirklich genau zielen. Creeper Head. Ach Gott, jetzt habe ich ganz viele Köpfe. Mit dem Beheading. Könnte bei Trust and Betrayal witzig werden. Ich glaube, da kann man bestimmt auch Spielerköpfe sammeln. Moa, Trophäensammlung der Spieler. Der gegnerische natürlich. So, Level 30. Das wollte ich ja. Dann kann ich jetzt noch schnell ein Buch verzaubern. Um mein Level loszuwerden. Weltenwechsel. So, ein Buch. Level 30 und Power 4. Was hatte das eigentlich? Power 3. Schade. Okay. Kann ich eigentlich... Ach komm, das machen wir jetzt mal kurz. Das würde mich jetzt kurz interessieren. Sharpness 3. Ich hoffe, wir haben genügend Eisen dafür. Ich mache jetzt mal ein bisschen länger. Findet ihr bestimmt ganz schrecklich, dass ich heute länger mache. Iron. Brrp. 1, 2, 3. Ein Anvil. Ich packe den mal mit hoch. Ja, hier so rein halt einfach. Hier ein Anvil. Dong. Kann ich eigentlich? Nö, schade, das klappt gar nicht. Das wär's jetzt noch. Kann ich meinen Bogen eigentlich noch mit Power 4? Ne, ich glaube, ich lasse das mal. Gut, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
Ich sag, ach komm, ich gehe nicht ins Bett. Ich bleib jetzt bei der Nacht stehen, schau den Mond an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.